Und herzlich willkommen. Oh, Red Mike ist jetzt wieder Platin. Geschieht dir recht. So. Mastermind. Vernichtung einleiten. Wir haben Lord of Death. Sind gar nicht mehr so geil. Rangers sind auch nicht mehr so geil. Wurde ja alles genervt. On. Mass. Keine Arcane Armor. Sehe ich nix. Sehe ich echt nix. Nee. Das sieht schon anders aus. Gegen 10 nehme ich Buzzes. Gateguard oder Team Beast oder Lord Death. Aquas brauche ich nicht. Nightmare oder Lord of Death. So. Ja. Gehen wir mit der Gate Guard. Ein 5 Worker Start. Plus 22. Das ist ja nett. Hoffentlich kriegen wir keine schnell. Und er spielt Forsaken. Okay. Kein Snell, wunderschön. Auf The Real Idiot schicke ich Bounty Hunter und Angler. Der andere hat einen Bone Crusher. Wir kriegen ja jetzt 70, das sind 3 Buzzes. Platzieren wir hinter der Gate Guard. Gate Guard macht eh nicht so viel Schaden und die Buzzes können da gut reinschnitzeln. Los, Pfiffi, klär das für mich. Eins, zwei, drei. Bienchen. Oder wir splitten die Wave. Nein, wir splitten nicht die Wave. Aber die platzieren wir nochmal so hier. Weil dazwischen kommt gleich ein Tempest. Gegen 4 platziere ich einen Tempest. Und gegen 3... Tja, immer noch kein Cent. Gut für mich. Er hat nichts gebaut. Bekommt also die Brut. Didim, didim. Und er liegt denn. Er liegt das, oder? Nein, er hält sich gegen. Ist das der Moment, wo er sich. Es ist halt der Moment erreicht, wo er sich gegen hält. Good job. 6 Worker und halten. Not bad. Schaffe ich eine Dragon? Ich schaffe noch eine Dragon Turtle. Eine Gate Guard? Oder ein Tempest? Tempest ist fortified, hat 45 DPS, hat 26 DPS. Wie viel DPS hast du? Du hast 62. Dann gehen wir lieber Consort und noch eine Bass. Nimm die Dragon Turtle. 100er Cent auf 3 ist schon viel. Ein 80er Cent auf 3 ist auch nicht wenig. Und er hat 2 Gargoyles gesetzt. Das ist interessant. Und die Gargoyles greifen die Dragon Turtle an. Das heißt, er macht keinen Schaden. Und die Dragon Turtle lebt noch. Sehr gut. Aber ich krieg. Alter, ich lieg 96%. 87%. 66. Wow.
Das nenne ich mal ein Hard Leak. Alter, der hat halt nie mal die Feed rausbekommen. 100 auf 3 ist unhaltbar. 50%. Alter, ist das. Nee, ist nicht GG. 36 Leben hat der. 36% hat der King noch. Komplett insane. Tempest kostet nur 90. Kann ich noch einen Worker gehen? Tempest und noch ein Worker. Leviathan kostet 190, aber gegen Wave 6 möchte ich eigentlich kein Leviathan setzen. Wie viel Gold habe ich jetzt verloren? Ich habe 45 Gold verloren und die Gegner haben dann auch nochmal 45 Gold verloren. Er kriegt einen 80er Resend. Das war ja jetzt schon ein krasser Start. Also 30 Units auf Wave 3 reichen nicht aus, um den King umzubringen. Ich hätte es gefeiert, wenn das jetzt einfach GG gewesen wäre. Einfach so, jo, Game ist vorbei. Schade. Kriegt einen 80er Cent und hält das trotzdem noch. Von ihm muss ich mir was abgucken. Miner saved. Ich schaffe 140. Ich könnte Consort gehen. Ja, ich gehe Consort. Noch eine zweite Consort, noch eine Bass. Consort. Oder ich kriege 190 schaffe ich dann. Das wäre ein Leviathan. Ich lasse das mal so, weil. Oder ich gehe dann nochmal drei Consorts, aber Consorts machen, glaube ich, weniger Schaden als der Leviathan. Oh, ich krieg jetzt geschickt. Ah, dann hätte die eine Bass auch keinen Unterschied gemacht. Consorts wurden ja gebufft, machen ziemlich viel Schaden, nicht? Hoffen wir zumindest. So, und auf 6 kriegt er dann die Double Brute. Der Kollege da. Tempest ist nicht nah genug dran, um seinen Anti-Airstrike zu haben. Tempest nimmt aber noch was mit, ne? Ja, leak ich zwar, aber nicht viel. Wenn ich jetzt leake, dann schaffe ich auf der. Kann ich sogar noch einen Worker gehen? Danke. Hätte ich gehalten, hätte ich sogar noch einen Worker mehr gehen können. Ja, gut. Wie viel war das? 100. Hätte man halten können. Und wir gehen jetzt Leviathan. Macht zwar. Pierce Damage, aber er greift halt 3 Bodeneinheiten an und die Consorts kriegen 9 Schaden mehr. Deswegen bin ich jetzt auch Overvalue. Weil ich sonst schlecht auf der. Ich bin schlecht auf der Wave, ne? Und seiner saved. Heißt, wenn er jetzt liegt, habe ich ihn. Ich habe hier noch eine Drake Turtle. 8 Worker. Ne. Snellerine. 40er Resend. Das ist ein Lizard. Sehr gut. Und die Bounty Hunter greifen die Krokos an. Das ist natürlich das Schönste, was passieren kann. Nein, nicht die Brutes! Seid ihr denn des Wahnsinns? Ja, der liegt. Oh, die Brute kriegt er nicht raus.
ärgerlich für ihn und er liegt. Das ist und. Ja, das ist ärgerlich mit der Brut. Sad. Oh, 2020, das ist blöd. Aber der Leviathan hat das, glaube ich, ne? Leviathan ist strong. Man hat ja geschickt, das heißt, ich gehe jetzt nochmal Worker. Ich gehe drei Worker. Noch eine Consort. Alles ausnutzen hier. Sind wir jetzt wieder auf Value. Damage vom Leviathan stimmt auch. Und dann schicken wir das nächste Mal Bounty Hunter. Bounty Hunter. Ich könnte auf 9 einen Drachen schicken. Er schickt jetzt. Er hat seine Veterans geboostet. At Green Devils und Pierce. Green Devil Pierce. 9 und Impact Damage, ne? Schaffe ich einen. Wenn ich einen Ober schaffe, müsste der auf 9 eigentlich ziemlich durchgehen, ne? Hat er gesendet? Ne, er hat nicht gesendet, er ist saved. Könnte auf 8 gehen. Ich schaffe 200. Das wären rein theoretisch nochmal 2 Consorts. Ja, ich gehe. Consort. Consort only. Oh, jetzt bin ich natürlich schon auf Max Supply, ne? Dann schaffe ich natürlich keinen Ogre. Wenn er jetzt nicht schickt, alles gut. Hopefully schickt er nicht. Ah, eigentlich bin ich ziemlich gut auf der Wave. 80. Ne. Dino. Leviathan macht doch gut, ganz gut Schaden. Schicken jetzt den Ogre. Wir wollen auf 11 schicken, okay. Wenn ich ihn jetzt nochmal mit dem Ober krass zum Liegen bringe, ist das natürlich mega worth. Jetzt hat er geschickt und ich gehe gegen die nächste Wave einfach eine Banana Bank. Hier so. Bin ich auf Value, genau. Kann ich noch einen Worker gehen. Und er ist schon auf 15 Workern und Over Value. Aber seine saved auch, ne? Ja, seine saved. Hat er mich abgehängt. Besseres Income. Mal schauen, was der Oa jetzt so beim Gegnerteam anstellt. Ich hoffe mal, der one-shottet die Green Devils oder zumindest die Gargoyles one-shottet. Definitiv. Ah, die Frage, ob er die Green Devils one-shotten kann. Er kriegt keinen Cent. Er kriegt den Oa und er hat eine Banana Bank gesetzt. Und die wird jetzt erstmal gestunnt. Bam. Hälfte Leben. Gönn dir. Klatsch sie weg, Junge. Und der Ogre hat eine höhere Range, das heißt, er wird nicht als erstes angegriffen. Alter, wie der da reinklatscht. Ja, der Ogre kommt durch. Ist das gut? Ogre 1v9. Klatsch. Klatsch. Ogre MVP. Zweites
20 Gold. 330. Das ist dann hier nochmal ein Konsort. Oder gegen... Ah, 370. Den verkaufen wir... Nee, verkaufen wir nicht. Lassen wir so. Ich will die Benenner Häfen schaffen auf 11. Er schickt 200. Gut, dass ich die Konsort noch gesetzt habe. Das sind 4 Lizards. Alter, machen die Schaden. Und die Lizards kassieren hinten den Last Hit Damage. Ja, haben wir. Easy. Oh, wir haben Loan. Loan. Haven. Und nochmal 2 Worker. Ich möchte gerne den Ghost Knight schicken. Auch wenn er Pierce Damage hat. Und Green Devils. Wird der Schaden ja trotzdem verringert. Und jetzt sind wir auf 11, 12. Ziemlich gut. Wo ich dann ziemlich crazy Wacker pushen kann. Und ich hoffe, dass mich das dann dort durchcarried, ne? Auf 20 Worker will ich definitiv. Ne. Ist nichts dabei. Er kriegt noch 160er Cent. Er hat eine Banana Haven gesetzt. Umso witziger. Ich prelle jetzt die ganze Zeit einfach U. Bei ihm sieht es auch sehr gut aus. Ja, und er hält. Die sind mit Loan auf Value gegangen. Heißt, die pushen jetzt Worker. Wenn wir da auf 13 gehen. Was setzen wir denn jetzt auf 13? Auf 12. Ein Harbinger. Bisschen mehr Tankiness. War exakt auf 1100, jo. Die saven wahrscheinlich jetzt auf 13. Und für 13 werde ich den dann den Firelord preparen. Wie viel Attack Speed haben die? 1,1. Das ist besser als 0,8, ne? Ja, die haben nichts gebaut, die sind wahrscheinlich schon auf 1900 Value. Wenn er sagt, es ist gut, dann vertraue ich ihm da. Dort gehen wir hier. Kommt dann gleich hier der Leviathan hin. Oh, warte. Zu weit vorne. So. Wabenmuster muss weitergeführt werden. Platzieren hier schon mal die Basis drumherum. So. Bin ich bloß gespannt. Warte mal, die haben gesagt, es kann nur entweder beide oder gar keine Einheiten effekten, der Leviathan. Das heißt, der Leviathan wirkt auch auf den Firelord? Weil sonst würde er ja nicht auf den Phoenix wirken. Habe ich das richtig verstanden? Oder meinten die nur beschworene Einheiten?
Voreis. Packleader. Und gegen 14, was machen wir da? Ein Phoenix. Das ist das Tankigste, was ich habe gegen 14. Swift kriegt nur 100%. Nur, also gar kein Modifier auf Magic Damage. Schaffe ich noch einen Safety Moon mit 19? Nee, schaffe ich nicht. Oder? Wir warten einfach. 40? Nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich definitiv nicht. Und wie viel sind? Ich bin 200 Underwell. 300 drunter. Bin ich jetzt gespannt, was da kommt. Immer noch nichts. Ich gehe ja 15? Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Die starben sich ja komplett. Komm, Kingpin wegmachen. Kingpin ist weg. Sehr gut. Red Mike liegt. Wie viel? Eine Menge. Schamane kommt durch. Mein Voreis kommt durch. Mein Packleader kommt durch. GG. Also, könnte sein, dass es vorbei ist. Also, ist erstmal eine Menge Gold für uns. Wenn es nicht eine Menge Gold ist, dann ist es halt, es ist vorbei. Auf Wiedersehen. Danke für deine Elo, Red Mike. Ich würde meinem Teamkollegen jetzt gerne einen Daumen hoch geben, weil der war nett und gut. Kann ich das machen? Thumbs up for Sir Cloud. So. Freut mich. Bis zum nächsten Mal.